Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Video heute geht es um den schnellsten Weg zu Moog, dem Blütfürst, und damit auch den schnellsten Weg ins DLC. Starten tun wir an der Gnade der erste Schritt und starten hier einmal die Quest von Farre, indem wir natürlich erst einmal mit ihm sprechen und den Dialog natürlich auch komplett erschöpfen, bis er sich wiederholt. Luckily for you, however, me. Are you familiar with grace? You may also behold its gold. That is the guidance. It will lead you to, even if it leads you to your. So, nach einer gewissen Zeit wird sich der gute Pfarrer seines Standortes entledigen, und zwar hier in Leonia. An der Rosenkirche wird er dann zu finden sein. Damit ihr ihn zur Rosenkirche bringt, müsst ihr nämlich Godric besiegt haben, dass ihr somit das erste Mal in den Besitz einer großen Rune kommt und dann mit den zwei Fingern interagiert gehabt. Dann findet ihn, wie gesagt, hier in Leonia an der Rosenkirche, und wir reiten natürlich erstmal zu ihm und schauen mal, was der Gute uns hier Neues zu erzählen hat. Ah, there you are. You claimed a great rune and had your audience with the two fingers at the round table hole. What was your impression? So, hier können wir wählen, etwas schien ihn nicht oder schien mit ihnen nicht zu stimmen. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. Auch hier erschöpfen wir den Dialog natürlich wieder komplett. For you. Something fit only for the wise. Erhalten blutrige Eiterfinger. Circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I've high hopes for you, my lambkin. So, wir reden vorsichtshalber nochmal mit ihm. There's no reason to dither. The tarnished was spurned by grace, forsaken by the two fingers. And now they ask you to mend their crumbling world? Your loyalties are misplaced with them. Be sure to try that finger. I'm quite certain. Weiter geht es dann im Altusplateau an den Sturmblutruinen, denn hier habt ihr dann einen NPC, den ihr invaden könnt. Alternativ könnt ihr natürlich auch PvP spielen, dafür habt ihr ja die blutigen Eiterfinger bekommen. Ich empfehle einfach, ja, aus Zeitgründen hier ins Altusplateau zu reisen und einmal den Weg, den ich hier gerade laufe, zu nehmen und dann hier den NPC zu invaden. Wenn ihr ihn dann besiegt, so wie ich das hier gerade tue, dann werdet ihr natürlich auch für den Kampf belohnt. Alternativ könnt ihr euch auch einfach dreimal von ihm töten lassen. Als Belohnung gibt es einen Runenbogen und Krummfingermedizin. Dann kommen wir aus seiner Welt raus, bekommen seine Waffe und noch einen Dunkelschmiedestein 6 als Belohnung, dass wir ihn getötet haben. Danach müssen wir natürlich wieder zu Farre, das heißt, wir starten an der Gnade herabgestürzte Ruinen, markieren uns wieder die Kirche und machen uns auf den Weg zu dem Gut. So, wir möchten natürlich wissen, wie es in seiner Questline weitergeht. Das erzählt er uns jetzt gleich in dem kommenden Gespräch. Das heißt, wir reiten so schnell wir können auf unserem guten Torrent Richtung Kirche, machen hier einmal den Sprung über die Felsen und dann sehen wir den Farre dort auch schon auf der linken Seite stehen. Spring einmal ab und schauen, was er uns zu sagen hat. Oh, Lambkin, so pleased you're here. I'm glad that you're enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood. And establish a new dynasty.
Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my lambkin? So, ausnahmsweise erlauben wir ihn mal, dass er uns einsalben darf. Who would have it any other way? Now, take this. So, wir bekommen Gunst des Fürsten des Blutes. Mit diesem Item müssen wir gleich auch noch ein paar Sachen machen. Beziehungsweise eine. Auch hier erschöpfen wir natürlich wieder den Dialog komplett. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, die wir machen können. Die erste Möglichkeit, dafür starten wir an den vier Türmen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, wenn wir uns die magischen Steintrade-Schlüssel genommen haben, schaut euch dafür gerne meinen Guide an, dass wir hier einmal einen der vier Türme nehmen, der uns zurück in das Anfangsgebiet bringt, wo wir das erste Mal auf den verpflanzten Spross getroffen sind. So. Einmal dieses magische Steinschwertschlüsselchen benutzt und dann können wir mit dem Teleporter einmal reisen. So, zum Teleporter hin, untersuchen, ja, und dann Abfahrt. So, da sind wir nämlich wieder an der Kapelle der Erwartung und da sehen wir auch schon, ja, das Nebeltor, wo wir dann einmal durch wollen. Da kämpfen wir dann gegen den verpflanzten Spross. So, einmal hier durch mit uns, ab in den Bosskampf rein. Dann töten wir den verpflanzten Spross eben einmal. So, bekommen natürlich als Belohnung dann sein Schwert und Schild. Aber es ist uns eigentlich egal, denn wir wollen weiterlaufen. So, einmal hier Richtung Ausgang mit uns gelaufen. So, einmal dem Weg gefolgt. Und wollen wir jetzt gleich hier über die Hängebrücke einmal drüber laufen. So, wunderbar. Jetzt hier einmal drüber laufen. Zack, 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 immer weiter. So, dann wollen wir nämlich hier dem Weg nach oben folgen. Und dann wollen wir nämlich einmal in die Kapelle reinlaufen. So, wenn wir nämlich in die Kapelle reinlaufen, haben wir nämlich hier auf der linken Seite eine Jungfer. So, und hier können wir schon das Stoff mit dem Blut der Jungfer trinken. Das ist die erste Möglichkeit und es kommt die zweite Möglichkeit. Und zwar starten wir dafür nämlich hier an der Kirche der Inhibition im Altusplateau wieder. Und dort haben wir auch wieder so eine Jungfer. Ja, wir können einmal das Item aufsammeln. Dann seht ihr nämlich, dass wir das Fingerjungfer-Set bekommen. Und wenn wir es jetzt nicht schon getränkt hätten, könnten wir hier das Tuch trinken. So, und nachdem wir das Blut oder das Tuch mit Blut getränkt haben, machen wir uns wieder auf den Weg zu unserem guten Pfarrer. Starten an der gewohnten Gnade einmal Richtung Kirche gelaufen. So, direkt vorab, natürlich auch hier in dem Dialog mit Pfarrer, wollen wir den Dialog wieder komplett erschöpfen, bis er uns nichts Neues mehr erzählt, dass wir natürlich auch nichts von seiner Questline verpassen. So, dann einmal hier wieder unseren gewagten Sprung gemacht und dann steht der gute Farrell natürlich immer noch da und können einmal mit ihm reden. You've completed your final trial and with this you are a formal inductee, a knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. So, wir geben ihn einmal unseren Finger. Ah, drehen wir ihm die Kamera. Clench your teeth or something. So, bekommen den blutigen Finger. Never forget that feeling of agony, for it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my lambkin. So, wir reden nochmal mit ihm. Kriegen das Medaillon eines Reinblutritters. With the power to grant audience with Luminary Moog.
I've gone out of my way to provide one to you. But you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Mog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. So, entgegen dem, was er sagt, gehen wir ins Inventar einmal runter zur Medaille des Reinblutritters und nutzen die einmal um zum Moguin Palast. Und somit sind wir dann auch schon in Moguin Palast. Hier findet ihr Mog, den Blutfürsten. Ihr könnt hier einmal gleich die Treppen nach oben laufen und dann nochmal links Treppen nach oben. Dort kommt ihr zur ersten Gnade, meine Lieben. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein nettes Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch weiterhin viel Spaß in Eldring und ganz viel Spaß mit dem DLC. Ich sage, macht's gut, bis dahin.